Ich heiße Danny Powles und bin seit 19 Jahren Physiotherapeut sowie Geschäftsführer von Body Balance. Gleich nach meinem Studium habe ich angefangen im Bereich der Osteopathie, unter anderem, weil ich mich vor allem für Sportler und für Menschen mit Rückenproblemen interessiert habe. Durch meine Arbeit mit Sportlern und deren Ehefrauen hat sich meine Tätigkeit im Laufe der Zeit zunehmend in den Wellnessbereich und die Methoden der verschiedenen Schönheits- und Schlankheitskuren verlagert. Innerhalb von 7 Jahren haben wir das Zentrum Body Balance aufgebaut, in dem wir praktisch alles unter einem Dach anbieten können, also sowohl medizinische Behandlungen als auch verschiedene Schönheits- und Schlankheitskuren. Mit der Undulationstherapie bin ich durch einen persönlichen Freund, Vital Bockelsmann, in Berührung gekommen. Dieser litt schon viele Jahre an chronischen Schmerzen. Er hat einfach alles ausprobiert. Behandlungen, Nahrungsergänzungsmittel, Behandlungen der klassischen Schulmedizin sowie der alternativen Medizin und vieles mehr. Aber erst durch die Undulation fühlte er sich super. Bei welchen Erkrankungen und Beschwerden setzen Sie die Undulationstherapie ein? Die Undulationsmatratze habe ich ausschließlich in meiner Funktion als Osteopath angeschafft. Aus meiner 19-jährigen Erfahrung weiß ich, dass einem großen Teil der Patienten leider nicht geholfen werden kann und eine Heilung für sie nicht möglich ist. Dies sind beispielsweise Menschen, die unter Rheuma, unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom, CES oder unter Fibromyalgie leiden. Folglich ist es besser, eine Therapie zu wählen, die die Menschen jeden Tag selbst zu Hause durchführen können, wodurch dann ihre Schmerzen reduziert werden können. Welche Ergebnisse haben Sie bisher mit der Undulation erzielt? Ich kann Ihnen berichten, dass 30% der Patienten nicht geheilt werden können. Man kann Ihnen also vom physiotherapeutischen Standpunkt aus leider nicht helfen. Man kann Sie auch nicht durch die Undulationstherapie heilen, aber man kann Ihre Schmerzen lindern bzw. verringern, also dafür sorgen, dass die Schmerzen verschwinden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die ein Vermögen dafür ausgeben würden, um keine Schmerzen zu haben. Ich denke, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Schmerzen zu haben, wenn man selbst nicht mehr unter chronischen Schmerzen leidet. Würden Sie die Undulationstherapie empfehlen? In meinen Augen hat jeder Therapeut Patienten, denen er nicht helfen kann. Man sucht nach diversen Möglichkeiten, aber wenn man an einem bestimmten Punkt angekommen ist, kann man ihm nicht mehr helfen. Und doch gibt es jetzt diese neue Methode, die es uns Therapeuten ermöglicht, einen neuen Schritt nach vorne zu machen und dem Patienten doch noch zu helfen. Demzufolge sollte jeder Therapeut die Undulationstherapie bzw. eine solche Undulationsmatratze in seiner Praxis anbieten.